Ja, ich cut gerade die nächste Folge und ich bin immer noch wach vom Drink vom Boss letztens. Mein Kollege hat da noch was für dich. Komm, runter damit. Und den noch auf Ex. Zieht euch das rein. Wie der Bosnier sich langsam hier zum Mann entwickelt. Er kippt diesen Teufelscocktail. Wild. Und ich denke, ich mache so weiter bis zum Ende der Promophase. Aber das knallt. Der Schnitt knallt, der ist gut. Der ist gut. Ja, der Junge macht bis jetzt einen vernünftigen Eindruck. Mal schauen, ob er es schafft bis zum Gesellenbrief 1. Deutschrap retten. Nun gut. Die Leute rufen, Boss, come back. Na gut, da gibt es halt noch mal ein Boss, come back. Meine Damen und Herren, hiernach vergessen Sie alles, was Sie die letzten Jahre in diesem Sauhaufen Deutschrap miterleiden mussten. Sie werden geblitzdingst. Na, Sportsfreund? Bereit für die nächste Folge mitten im Boss Live? Ja, aber viel Spaß. Guck dir das mal ganz genau an, mein lieber Strolchfreund. Ja, schön sauber machen, Frederik. Dass das alles schön aufpoliert daherkommt, wenn wir dieses Jahr wieder in Glanz und Gloria triumphieren. Du weißt ja, wie ich bin. Ich kann mich schlecht konzentrieren. Da bin ich so ein kleiner Monk. Mhm. Wenn irgendwo im Saal noch ein Staubkorn ist. Ich habe schon wieder Schreibblockade. Irgendwo muss noch eins sein. Also hier ist alles sauber, Boss. Hast den Kronleuchter geputzt? Komm, mach den Kron. Ich habe das doch vorhin schon gesehen. Da an der dritten von links ist ein Staubkorn. Komm, Junge, mach das sauber. Ja, Boss. Ich weiß auch nicht. Wie konnte ich dieses Staubkorn übersehen? Das ist nicht meine Art. Sauberkeit ist mir was wert. Ich würde das alles für den Boss sauber halten. Aber da. Ja, nun, wenn du schon oben bist, dann putz direkt alle Brillanten. Na klar, Boss. Also eigentlich ist er ja selten unkonzentriert. Hier ist er ja doch nun immerhin schon einige Jahre in des Bosses Dienst. Aber in letzter Zeit, der ein oder andere Lapsus schleicht sich ein beim Frederik. Ich weiß aber nicht. Ich bin auch zu fokussiert jetzt gerade mit dem Album. Ich habe da auch keinen Nerv, ob da irgendwas da mit dem Masri ist oder keine Ahnung. Wir sollen sich alle zusammenreißen, bitte. Wir müssen das Ding hier wuppen. Ja, auch den da. Den. Freunde, ich merke schon unterbewusst, wie sich alles wieder aufräumt. Seit das Staubkorn jetzt gerade weg ist, ich glaube, wir können weiterarbeiten. Frederik, du machst das noch zu Ende, deine Arbeit. Na klar, Boss. Meine Schuld, war alles meine Schuld. Wie konnte mir das passieren? Frederik, ich taufe dich auf den Namen Versager. Zu Recht, Boss. So, wir sind angekommen. Erstmal der Runde Golf, komm. Ja, so siehst das, Boss. Ja, da ist jetzt viel Bewegung und viel Turbulenz im Deutschrap drin. Ich habe das letzte Woche schon gesagt. Ja, ja, auf jeden Fall. Leute drehen teilweise durch. Eine Sache nach der anderen passiert, hör mal. Kommst ja gar nicht mit. Was war da gewesen die Woche? Was war relevant? Ja, hör mal, der Zilo, der war auf der Bühne. Der hat da mit der Waffe rumgefuchtelt. Der Kleine? Ja, der Kleine. Wie mit der Waffe rumgefuchtelt? Ja, mit der Waffe, mit der Gun hat der da rumgefuchtelt. Sag mal, was ist denn mit den Leuten los? Was soll ich dir jetzt sagen, Boss? Da muss wieder Ruhe, da muss ein bisschen Ruhe einkehren jetzt. Deswegen, okay. Wir golfen da mal. Das ist aber auch mit diesem Drogenkonsum immer. Weißt du, und dann das falsche Umfeld, dass da alle noch mitmachen. Die kommen da nicht mit klar. Das ist manchmal einfach eine Sache der falschen Freunde. Ja. Weißt du, so ein kleiner Tilo, dass der mal ein vernünftiges, stabiles Umfeld hat vielleicht. Der braucht vielleicht mal einen richtigen Freund. Ja, mal jemand, der im Leben steht. Ja. Na? Fällt dir da jemand ein?
Wir überlegen mal. Komm, lass uns ein paar Abschläge machen. Wir überlegen. Auf jeden Fall. Weil das war doch eine schöne Bromance gewesen eigentlich jetzt diese Woche hier. Kapi Samra Reunion, oder? Auf jeden Fall. Das waren doch gute Vibes. Auf jeden Fall. Dass da wieder gute Vibes kommen zu dem Tilo mal. So was können wir mal auch genauso bei dir machen. Besseren Umgang einfach. Auf jeden Fall. Ja, ich bin der Niklas, bin der Golftrainer vom Kollega. Wir werden jetzt gleich mal auf den Platz gehen und wir arbeiten heute mal an den langen Abschlägen, an den Drives und wollen mal schauen, dass die Kugel heute mal ein bisschen weiter fliegt. Müssen wir verbessern, ja. Was ist denn das Wichtigste, Niklas, was du sagst, wo du den Leuten nochmal mitgeben willst, die neu beim Golf sind? Die wichtigste Regel? Die wichtigste Regel ist im Prinzip, dass man ehrlich spielt, dass man fair bleibt. Das ist der Golferkodex. Da können sich der ein oder andere Deutschrapper auch mal eine Scheibe von abschneiden. Fair Play. Fair Play. So wie wir das auch machen. Da hinten seht ihr jetzt übrigens die Pferde. Das ist nämlich hier die Rennbahn in Düsseldorf. Also da vorne, wenn du da abbiegst mit dem Golfkette, da musst du auch immer aufpassen, nach links und rechts schauen. Hier ist reger Pferdeverkehr. Aber der eine reitet doch falsch. Guck mal, zoom mal auf den. Der steht ja da drauf. Das ist ja schon Dressurreiten, was die da machen mittlerweile. Schön, das läuft alles. Okay, wir gehen jetzt Abschläge üben. Schnell, die Pferde. Schnell, Bosnia. Bevor uns die Pferde hier jetzt von der Seite rammen. Jetzt aber nichts wie durch. Jetzt aber mal Hallo da. Komm, Vollgas. Boah, sie können überall Pferde aus den Hecken brechen. So, jetzt müssen wir driften, Boss. Ja, halt dich fest. So, jetzt geht's hier durch dieses kleine Waldstückchen durch. Und dann machen wir ein paar schöne Abschläge. Reagieren wir uns auch mal schön ab. Weil ich habe immer noch so einen Hals auf den Butler, ne? Dass der da in letzter Zeit einfach so unkonzentriert ist. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Was macht der denn die ganze Zeit auch, ne? Soll sich zusammenreißen. Der und der Masri, die können sich immer noch nicht riechen, ne? Die werden auch nicht warm miteinander. Nee, werden die nicht. Nee, und da hat der Tilo da wirklich mit der Knarre rumgeredet auf der Bühne. Ich glaube es nicht. Ich habe mir das jetzt mal eben im Internet reingezogen. Den Newsartikel, der hat ja auch noch Fans auf jemanden gehetzt, habe ich gesehen. Das nimmt ja immer schlimmere Ausmaße an. Ach krass, auch noch Fans drauf gehetzt. Ja, also. Obwohl doch, habe ich gesehen, irgendwie bei Twitter, ne? Ja, keine Ahnung. Der hat auch seinen Account dann gesperrt oder sowas. Ich weiß auch nicht, was da genau gelaufen ist. Auf jeden Fall muss da Ruhe einkehren. Da muss Stabilität rein. Ja, müssen wir ran. Hast du da eine Idee, Bosnia? Du kennst dich aus mit den ganzen neuen Rappern. Wer da ein besserer Umgang wäre vielleicht für den Tilo? Was ist denn da mal mit dem Rim? Der Rim, der ist da so ein Zimmerpflanzentyp. Wie ein Zimmerpflanzentyp? Ja, Zimmerpflanzen. Der hat da so einen Rim Down. Der hat da so eine App. Und dann hegt und pflegt er da seine Pflanzen. Wer, der Rim? Ja, der Rim. Ey, Gärtnern ist so fucking fett. Also ich habe auch voll viele Zimmerpflanzen jetzt. Ja. Direkt so App installiert, immer perfekt den perfekten Dünger geholt und die Dinger wachsen. Der ist auch in seiner Blüte oder was? Ja, dieses Jahr? Biotop-Typ. Ja, das passt doch zu unserem Thema. Das ist doch hier der florale Boss und so weiter. Ja, voll. Ne? Und Michi macht sich doch jetzt auch gerade, hat doch auch Album verschoben jetzt. Der hat jetzt Album verschoben. Michi macht jetzt nochmal was draus. Ja. Finde ich auch super. Ja. Guck mal, das nimmt alles insgesamt eine gute Richtung. Wir müssen jetzt einfach nur am Ball bleiben. Auf jeden Fall. Ist ein gutes Thema. Rim ist ein Ansatz, Bosnia. Auf jeden Fall. Da kommen wir nochmal drauf zurück später. Wir gehen nochmal ins Studio später. T-Box. Beim Driver müssen wir darauf achten, dass wir den wirklich vom Tee wegfegen. Ich habe dir was mitgebracht, Kolle. Ja, du bist der Boss, du brauchst den richtigen Ball. Der Boss kommt mit goldenen Golfbällen und dem Wandschrank voll Pelzen. So, da wollen wir mal schauen, wie weit der goldene Golfball fliegt. Ich glaube, ich auch Stress. Oh, der fliegt schön. Ja. Abschlag war gut. Ja, und jetzt versuchen wir, den Ball aufs Grün zu schlagen. Wenn du es schaffst, dann bist du der Boss. Okay. Klasse. Gute Arbeit für heute. So, aber genug gechillt. Jetzt kommt auch die Sonne schön raus. Und wir werden mal checken, wo die Nummer 1 sich rumtreibt und uns dann später noch im Studio treffen, um etwas Hip-Hop-Musik zu machen.
Rapper sind cool, solange sie keinen Deal haben. Danach denken sie, sie retten Kinderleben mit ihrer Drecksmusik. King of Rap, Lamborghini Kickdo. Billionär Bad Boy, ich seh sick aus. King of Rap, Lamborghini Kickdo. Spritz die Bitch mit Champagne aus der VIP-Lounge. Lamborghini Kickdo, Lamborghini Kickdo. Lass die Hater in der Staubwolke stehen. Toxisch maskuline Gegner. Ich mache Asche wie Kollege. Was für mich als Rapper interessant war, ich kann mich in so einen Lifestyle reinversetzen, der so unbeschwert ist, wie so mit 15. So von der Schule nach Hause kommen und einfach den Turnbeutel wegschmeißen und dann so rausgehen und einfach so einfach nichts machen den ganzen Tag und nur an Scheiße denken. Einfach ein völlig unkontrolliertes Leben führen. Das war sehr interessant. Denn sie hat es mit einem Winner zu tun. Ich bin dünner als du, denn sie hat es mit einem Winner zu tun. Maske, sollen wir recorden? Ja. Schatz feiert. Ja. Micha! Oh Junge! Einer war nur too much, ne? Einer hat sich so überlappt, ne? Da hab ich gerappt. Ich mache Asche wie Kollege. In meinen DMs geht es ab so wie bei Tinder. Baby, du weißt, ich bin dünner als du. In the night, in the night. Soll ich so hohe Dinger noch machen dazu? Ja. Okay. Denn sie hat das mit zwei Winnern zu tun. Ich stecke Rex wie bei Tetris. Ja, geil. Das ist sehr geil. Gib mir auch noch eine Adlib-Spur. Ja. Hat der irgendwelche besonderen Adlibs? Weiß das einer? Boah, Digga. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt welche macht. We made it. Jens. Das ist für Thilo eigentlich schon zu musikalisch. Ja, voll, aber dann ist die Lücke geschlossen im Hintergrund. Ja, das hätte ich alles mit Vocal Production gemacht, so Echos und so, aber ey. He made it. Majestätisch. Die meisten raus. Yes. Ich meine, da versetzt du dich in die Lage von einem 14, 15, 16, wie alt ist er, keine Ahnung, Drogenabhängigen. Und natürlich hast du dann nicht den Testosteronspiegel, den du sonst hast. Ne? Wenn du wirklich in die Rolle reinschlüpfst, und wir machen ja Method Acting in dem Sinne, was wir da mit den Battles machen, dann bist du auf einmal östrogentechnisch überversorgt. Ne? Und dann bist du nicht mehr auf Beef, auf Battle aus. Deswegen, da haben die Jungs da gemeinsam lieber, ne, auf Peace, Love, Harmony Basis einen Sommerhit rausgehauen. Ist auch schön. Ist auch La Deutsche Vita. Hier machen wir erstmal hier Halligalli mit den Skaterboys. Matze. Freut mich. Cool, dass ihr dabei seid. Ihr seid waschechte Skater? Auf jeden Fall. Geil, Mann. So, by the way, Freunde, heute sind wir spontan bei einem Videodreh und haben ein paar Leute versammelt. Nummer 1 in der Bus kommen gerade vom Thai-Box-Drehen. Jetzt drehen wir ein schönes, lustiges Video und machen ein paar Faxen. Ja, dann lass mal loslegen, oder? I can't take no loss, huh? I don't even know what it costs, huh? I hit the ground and it go off, yeah. Hit the ground and it go off, yeah. I can't take no loss, huh? I don't even know what it costs, yeah. I hit the ground and it go off. Wie lange skatest du denn schon? 14 Jahre. 14 Jahre schon? Ja. Boah, krass, Alter. So lange am Ball geblieben. Hast du so einen Vorzeigetrick, der immer sitzt und wo du Eindruck machst? Wo es Eindruck macht. Ja, ja. Also ich würde ja auf jeden Fall eine Performance machen mit der Gang im Hintergrund. Genau. Auf dem Skatepark. Das ist so. Perfekt. Ding. Und ich meine mit dem Fahrrad. Ja. Eine würde ich machen. Ach, kann man mal nehmen. Hier und da reinballern.
Dior 2023, das zu jeden ist nur Blinder Neid, Blinder Neid. Dior 2023. Einen würde ich noch machen, ja. Und dann würde ich die Cam abnehmen. Also, dass ich einmal aus der Hand, genau. Weißt du? Ja, genau so musst du gleich machen. Genau so. Ich finde es auch immer ganz interessant, sich so die Graffitis anzuschauen. Das ist wie der Boss in jungen Jahren. Mit einem Riesencock auf der schiefen Bahn. Ach, die Nummer 1 und der Boss sind in letzter Zeit so jugendlich frisch und beschwingt unterwegs. Das ist so herrlich mit anzusehen. Ja, ich stapel meine Kohle in dem Speicher. Ich liefer weder Talent oder Fleißer. Sollen wir nicht eine machen, wo wir die ganze Gang aufbauen und alle bewegen sich aber auch mal zum Tag, dass da einfach Bewegung im Bild ist, mal? Safe. Tun wir einfach die Leute überall so verteilen. Einer oben, einer hier, einer da. Das we made it. Genau so, Mädels. Hast du das jetzt drauf? Ja, fuck. Aber am Ende. Das kommt aber nicht rein. Das kommt nicht rein. Soll das ein TikTok-Tanz werden? Ja, genau. Die das machen soll jetzt alles mit den Händen. Ja? Das heißt, ja, ihr kennt euch da besser aus. Ich bin 2023. Okay, genau, dann macht ihr 2023, das ist eine gute Idee. Habt ihr noch mehr Input, TikTok-mäßig? Da war der Design. So, Mädels, ich will jetzt hier nochmal eine richtig geile Performance sehen. Ich hab den Scheiß gelernt. Mein Name ist Detlef die Soße. Reißt euch zusammen jetzt! Ihr müsst wirklich diese Bewegung machen, als ob ihr so ein Baby wiegt. Ach so, ja, aber Babys wiegt man so. Wer wiegt denn so ein Baby so? Wie mache ich das immer? Du weißt, ich bin dünner als du. Okay. Und das macht's wieder crazy. Ja, man muss aber zugeben, dass die Deutschrapper heutzutage besser tanzen. Die sind gute Tänzer geworden, die Deutschrapper. Ihr wolltet Deutschrap so haben? Das ist also euer Sumpf. Nun dann will ich König darin sein. Die coolen Boys hier mit der nicen Frise, weißt du, so voll geil. Und eigentlich musst du auch noch rein mit deiner nicen Frise. Eigentlich schon, oder? Ja, Mann, komm, stell dich da mal dazu. Ja, immer mit. So, der Asche und die Gina, die fahren jetzt ein bisschen Fahrrad. Der Asche hat von klein auf nur Kampfsportarten gelernt, der hat Fahrradfahren nie gelernt. Oh nein! Ich bin einfach auf meinen Fuß! Scheiße. Alles gut! In dem Alter da nochmal lernen will, das ist nicht so einfach mit dem Fahrradfahren. Mach nicht so laut jetzt, die Mama hört uns sonst. Schläft schon. Kilo, machst du wieder dein TikTok? Ja. Ich habe ein fettes TikTok fertig gemacht. Da guck mal. Du musst schießen, Mann, gib den her. Mann! Gib mal her. Du weißt doch gar nicht, wie es geht. Night Session, zweiter Teil vom Musikvideo. Okay, ihr wisst Bescheid, was es ist. Wir haben ein fettes Video abgedreht, auf jeden Fall, in der Night mit meinem Bro Rim. Mein Name ist Thilo. Ja, und der Song ist so schön geworden. Es ist persönlich mein Sommerhit, ist es jetzt schon. Wir hauen den jetzt einfach mal raus zwischendurch, oder? Voll, auf jeden Fall. Frederik? Oh ja, Boss, sehr gerne. Zeit für ein Promophasen nebenbei exklusiv. Viel Spaß. Leute denken, Thilo, der ist windelweich. Doch ich mach mit den Bros immer Klingelstreich. Nach dem Splash wurde ich von jedem gedisst. So ging's Kollege auch und guck, wo der heute ist. Dein Bruder, he made it. Goldene Platten in riesiger Villa, der drippt majestätisch. Alles so episch, ich glaub, der macht den Scheiß noch ewig, sie haten. Ich sei nicht erwachsen, da kann ich nur lachen. Die Sache ist nämlich, mein Homie Jens darf sogar schon bei mir daheim übernachten. We made it.
Mama ist schon am Schlafen und bald nicht, wir zocken um 3 Uhr nachts Blazy. Er zieht an der Bong und muss husten, ey Alter, mach leise, da steht sie. Sie hat uns erwischt und geht los auf und swingt ihren Besen wie ein Daisy. Du bist outdated in jeder Playlist, sucht man vergeblich, vergeblich. Ich stecke Racks wie bei Tetris. Schreib mir wieder in der Night, Dior 2023. Das hier hinten ist nur blinder Neid, blinder Neid. Dior 2023. Baby, du weißt, ich bin dünner als du. Und das macht sie wieder crazy. Denn sie hat es mit nem Winner zu tun. Diese Mucke macht mich reicher. Ja, ich stapel meine Kohle in nem Speicher. Chiching. Ich liefer weder Talent oder Fleiß ab. No, das machen alles meine Writer. Props. Wollte immer klingen so wie Travis. Ja, antwortet der Chick nur wenn sie bad ist. Safe. Mach das bis ich wohne in nem Palace. Bro, das ist kein Nachthemd, das ist Fashion. Oh Junge, heute hab ich Dreads, morgen Pumuckl. Red. Ich mische Lean mit dem Schokomel. Lecker. Blocke toxisch maskuline Gegner. Ja. Ich mache Asche wie Kollege. In meinen DMs geht es ab so wie bei Tinder. Ja. Bietingheimer so wie Schwindler. Micha. Trage keine Yeezys, sondern Jordans. Chillen auf dem Parkplatz bis zum Morgen. Sie schreibt mir wieder in der Night Dior 2023. Das hier eben ist nur blinder Neid Dior 2023. Baby, du weißt, ich bin dünner als du. Und das macht sie wieder crazy. Denn sie hat es mit einem Winner zu tun. Oh Junge! We made it. Ja, einfach mal zur Abwechslung einen Song machen und kein Battle fand ich schon ganz geil. Vor allem, wenn man jetzt so zwei Künstler, jetzt habe ich ja auch noch Künstler genannt, wenn man zwei Kollegen impersonaten kann, die da keinen großen Wert drauf legen, irgendwie. Strolche! Keinen großen Wert drauf legen, irgendwie ernst genommen zu werden in der Musik. Und da konnte man sich natürlich richtig austoben und auch einmal wieder mal wirklich 15, 16 sein und einfach mal seinen jugendlichen Leichtsinn freien Lauf lassen. Jens, komm zocken! Ne, kein Bock! Der Sommerhit des Jahres. Einschalten. Auf Spotify streamen. Auf TikTok den Tanz machen. Auch damit müssen wir jetzt, auch die Waffe müssen wir jetzt benutzen. Auch den Hebel müssen wir ziehen. Hier auch nochmal die Dreijährigen über TikTok abgreifen mit so einer Nummer. Das ist Alpha. Ach, es war doch wieder eine herrliche Folge, oder? Die war brutal. Also ich habe sie mir genussvoll reingezogen. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste. Jetzt gibt es noch einen kleinen Booster zum Einschlafen an der Bar, aber hier schon mal ein Ausblick, was in der nächsten Folge so passiert, Freunde. Freunde, ich war gerade im Keller. Da liegen noch 2, 3 Boxen rum. Schnell, sichert euch die. Bestellt euch die Box vor.